Welcome back to another German food review, and it's salad time. Currywurst salad, or Wurstsalat in German. Yeah, with sausage and curry ketchup. And this stuff is from Aldi, Ofter Dinger. Okay, only for a short amount of time. Price for this one is 99 cents. Let's check out what's in here. Okay, Bockwurst, 38%, and it's pork, Schweinefleisch. Okay, and curry. Mmm, Gurken, cucumber. And more stuff here. Yeah. Okay. 170 calories, so multiplied by 2, 340. Okay. And yeah, I'd say let's open this thing. Okay. Ah, here it is. Easy. No. Not easy. Okay. Well, let me sniff it. Yeah, smells like curry. And vegetables or so. A little bit sour, but okay. Let me do a thumbnail and then it's eating time. Okay. And oh, I forgot the fork. Oh, one second. Fork. Here's a fork. Okay, and I think you can eat it like that, just out of this cup here, but I got a roll. I'll show you to you in a second, but let's try the sausage first. Mm. Okay, it's sour and tastes like curry. Mm. Yeah. Mm. Already quite tasty, but here's a Thürmann roll that is quite expensive, but it seems. Bill, the roll, and butter, a piece of butter. Okay, let's check this out. Okay, Schrippe, roll, 29 cents. Yeah, I can get basically the same, not quite the same, for 5 cents, but okay. And yeah, look at this butter price, 59 cents. Yeah, that's quite high, but okay, 88 cents in total. Thürmann. Okay, and then, yeah, I don't know, is this for a roll or bread or so? Don't know, but let's try it. And I hope the stuff isn't cold. No, it's not. Very good. Yeah, I don't like cold butter. Deutsche Markenbutter. Okay. 20 grams. I think this is enough. Okay. Here we go. A piece of butter. This is for the Germans. Okay, let's spread it. Okay, yeah, works. Okay, yeah, let's put a little bit of this salad on here. Yeah, it's very thin. No idea, is this the correct way here? Here we have our, oh, I'm hungry, currywurst roll. Mm, yeah, it looks quite nice, right here. Yeah, that works.
It's a little too thin, but nice. Yeah. It's quite nice. Tasty stuff. Nice idea. But yeah, as you can see, it's dripping. Here. One more. Yeah, it's yummy, very tasty, not that expensive. Tastes good. One more. Creamy ketchup, okay-ish. Sausage flavor and not too soft. Nice pickles. This is not cucumber, it's pickles. And nice curry flavor. Yeah, definitely a thumbs up for everything, for the butter, for the roll. Just a little too expensive, but okay, yeah. Ofterdinger Currywurstsalat without MSG. Okay. Yeah. Thanks for watching. I'll continue in German. So, jetzt gibt es hier einen Currywurstsalat, habe ich gefunden im Aldi. Und das klingt ja super, Currywurst. Mit Wurstscheiben und Curryketchup. Ohne Geschmacksverstärker, bla bla. Okay, okay. Und okay, ach, die haben es ja hier auch auf dem Brot gemacht, Brötchen. Wusste ich jetzt nicht genau, ob man das so macht. Aber ist ja wie ein Fleischsalat, halt nur als Currywurst-Version. Das einzige Problem hier ist ein bisschen, das ist ein bisschen dünn. Das könnte runterlaufen, wenn man zu viel drauf macht oder nicht vorsichtig ist. Ja dann, wo sind eigentlich, jetzt kann ich das nicht mehr umdrehen. Oh, das ist doof. Ja, also da ist drin 38% Bockwurst aus Schweinefleisch und natürlich Curry und Gewürzgurken, und die schmeckt man raus. Schmeckt, gefällt mir. Ja, hier gefällt mir eigentlich alles ganz gut. Okay, dann werden wir mal das Ding hier kosten. Ihr seht ja eine kleine Scheibe. Ja, und für so einen Salat hier ist das ausreichend. Das schmeckt gut. Passt. Hier. Schmeckt nach Gurken, nach Curry und ein ganz bisschen Fleischaromen. Aber das hier ist nicht super weich oder so. Es geht schon. Ist okay. Ja, für so einen Salat. Ja, dann gibt es noch ein Brötchen. Und zwar von Thürmann. Da sich ja mal alle beschweren, dass ich nur die günstigen Sachen kaufe. Hier ist Thürmann. Und hier kostet das Ding 29 Cent. Aber ja, ist nicht so viel besser als die 5 Cent Schrippe. Nun, eventuell ein bisschen mehr Teig drin, aber der Rest ist ungefähr gleich, hört ihr zu. Okay, und dann gibt es noch ein Stück Butter dazu. Das kostet 60 Cent hier, so 20 Gramm Butter, 60 Cent. Okay, ja. Alles klar. Hier seht ihr auch die deutsche Markenbutter. Ein schönes 20 Gramm Stück. Wenn wir mal drauf machen. Und ja, die kann man schmieren. Sehr schön, das ist nicht kalt oder so. Ich hasse das, wenn es kalt ist und man es nicht schmieren kann, dann zerreißt man sich das Brötchen und so. Nee. Aber das hier funktioniert. Streichfähig. Okay. Und jetzt werden wir einfach noch. Ah, das ist ja gut hier. Guck mal, kann man ein bisschen eindrücken. So. Kann es an der Seite nicht runterlaufen. Sehr schön. Werden wir mal davon ein bisschen was drauf machen. Das sieht doch gut aus. So. Ja, schön viele Wurststücken drin, schöne Gurken, knackige Gurken, schöner Ketchup. Genau hier.
Ja, schmeckt sehr gut. Durch die Butter ist das auch nicht trocken so. Ja, das ist auch, könnte man auch ohne Butter essen. Aber ich mag es lieber mit Butter oder noch besser mit Margarine. Aber die gibt es ja, glaube ich, nicht als so ein Ding da. Oder jedenfalls nicht an den Türmern. Ja, 340 Kalorien für die Box hier. Fleischsalat hat viel mehr. Ja, da ist auch Mayo und so drin. Aber ich glaube, das hier kann man auch einfach so wegsnacken, ohne Brötchen und so. Geht auch, schmeckt super. Ja, und 1 Euro kostet es. 99 Cent und es gibt noch mehr Varianten davon. Ja, dann muss das Ding mal aufessen. Was für ein Ding? Hohe Butter? Was auch immer. Deutsche Markenbutter. Ja. Gibt's nichts dran auszusetzen. Schmeckt lecker alles. Ja. Gibt es nichts auszusetzen hier dran. Ist nicht so teuer und schmeckt gut. Wie viel Salz sind drin? Natürlich eine ganze Menge. Ah, passt zu den Kalorien. Okay, ja. Das kann man empfehlen. Aus dem Aldi Nord ist es, glaube ich, in Berlin. Wenn ich mich nicht irre. Irre ich mich? Weiß nicht. Johannesbrotkernmehl. Ja, davon ein bisschen mehr. Dann wäre das nicht ganz so dünn. Ja, als Rating gibt es für alles einen Daumen nach oben. Die Schrippe schmeckt gut. Hier hast du eine Schrippe. Kein Brötchen. Hier, Schrippe. Bitte fokussieren. Und der Salat ist auch gut. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.